Mein Name ist Christian Walter von TradeWohler und wie schon vor einigen Wochen angekündigt, wollen wir auch heute nochmal das Thema der Penny Stocks mit aufgreifen, da wir Ihnen ja schon vor einigen Wochen einige interessante Werte mit an die Hand gegeben haben und auch ein Stück weit auf das Chance-Risiko-Profil oder Chance-Risiko-Verhältnis eingegangen sind, wollen wir das heute einmal weiter fortführen. Wir haben hier einen ganz interessanten Wert, der zumindest jetzt charttechnisch hier einen sehr guten Anstieg hingelegt hat. Seit Anfang Februar von 40 Cent heute die 1-Dollar-Marke fast erreicht hat. Das Einzige, was bei diesem Wert, sage ich mal, ein Stück weit nicht ganz so passt, ist das Volumen. Wir haben hier knapp 100.000 in der Spitze Volumen pro Tag. Das ist jetzt für einen Penny Stock okay, also man kann ihn durchaus handeln, abhängig von der Portfoliogröße. Aber alles, was darunter ist, man muss sich halt dann auch mal die Tage anschauen, die jetzt mit wenig Volumen laufen. Wenn da mal irgendwas passieren sollte, an dem Tag wurde der Wert 8.000 Stück an einem Handelstag umgesetzt. Und Sie müssen sich nur vorstellen, bricht der Wert ein, ist kein Volumen da, müssen Sie eigentlich dann jeden Preis akzeptieren. Und es kann dann durchaus sein, stellen Sie sich vor, Sie haben 30.000 Aktien und es wurden nur 8.000 gehandelt. Das kann dann durchaus schnell bedeuten, dass man einige Prozentpunkte abgeben muss, weil man viel schlechtere Kurse akzeptiert. Deswegen Volumen ist halt ein ganz großer Knackpunkt. Sonst sieht der Titel super aus. Sag mal Signal, wer ist jetzt gestern mit dem Anstieg gekommen? Wir haben heute gleich nochmal eine weitere Bewegung fast auf 1 Dollar. Also das passt alles zu dem Wert. Vielleicht kurz das Symbol noch. VERB und die Werte haben jetzt alle am Ende ein W. So erkennt man auch ein Stück weit schon am Symbol, ob es sich um einen Penny Stock handelt. Also das ist auf jeden Fall ein interessantes Chartbild, auch wenn hier nicht alles passt. Wollen wir vielleicht nochmal zwei, drei weitere Titel aufgreifen, um auch die Unterschiede hier einfach mal ein Stück weit darzustellen. Hier haben wir einen Titel, wo es, glaube ich, ganz gut hervorgeht. Das ist natürlich jetzt eine extreme Bewegung. Wir hatten hier im Dezember diesen Riesenausschlag, der bis auf 2,80 hochging, hier ein Volumen von 9 Millionen gehandelten Stück. Das war natürlich jetzt das andere Extrem, einfach eine Übertreibung. Der Wert war 5 Cent wert, ist an dem Tag auf 2,80 gestiegen. Das ist normalerweise eine Bewegung von einer Option. Aber da kann es ganz interessant sein, vielleicht dann auch mal diesen Wert die nächsten Tage zu verfolgen, weil klar hat er wieder einiges abgegeben. Das Volumen ist auch dementsprechend eingebrochen. Aber solche Werte kommen dann stückweise noch wieder in den längeren Bereich, wenn das Volumen auch und der Trend positiv bleibt. Und hier ist es mal ganz interessant zu sehen, wenn wir jetzt mal den Wert aktuell hernehmen. Wir sind jetzt bei 36 Cent. Wir sehen, der schwankt so ein Stück weit zwischen 20 und 36, war hier schon mal bei 50 Cent Anfang des Jahres oder Anfang Februar besser gesagt. Hier hat natürlich auch einen schönen Spielraum, was das Chance-Risiko-Verhältnis anbelangt. Sie haben 36 Cent Risiko, mehr als auf Null kann das nicht fallen. Und jetzt stellen Sie sich dann einfach mal vor, es kommt nochmal eine ähnliche Bewegung wie jetzt Anfang oder Ende letzten Jahres. Und wir setzen hier ein Limit bei 1 Dollar. Das heißt, Sie haben hier, sage ich mal, 150% Gewinn, wenn Sie dabei 1 Dollar aussteigen, sogar etwas mehr sind in der Funk nach fast 200%. Und riskieren aber nur diese 36 Cent. Und dann macht es am Ende auch sicherlich bei diesen Werten so ein Stück weit die Masse. Das heißt, es ist sicherlich nicht erforderlich, hier eine sehr hohe Trefferquote zu haben, sondern wenn man einen Treffer hat, ist es sicherlich schneller mal möglich, 200-300% zu machen, um dann den einen oder anderen Verlust oder auch Buchwertverlust, der vielleicht noch im Portfolio ist, damit auszugleichen. Also das ist ganz interessant, dass man auch ein Stück weit hier darauf achtet. Hier würde ich vielleicht sogar aktuell sagen, wenn man irgendwo reingeht, kann man sich ja einen Stop setzen bei 20 Cent kurz darunter. Wenn es nochmal in diesen Bereich zurückkommt, dann lässt man halt diesen Wert ausstoppen. Aber sollte hier nochmal eine Bewegung kommen, und da wieder der Tipp, schauen Sie aufs Volumen. Aktuell haben wir hier 88.000. Ja, man sagt, das ist so die untere Grenze, da passiert jetzt nicht allzu viel. Aber viel weniger Volumen sollte es nicht sein. Zieht das Volumen an, kommt der Wert auch wieder ein Stück Bewegung, ist es ein gutes Indiz dafür, dass wir hier auch noch weitere Steigerungen sehen können. Also das war der Wert AIRTW. Der nächste Titel, den wir uns kurz noch mit anschauen wollen, ist LGHLB.
Also Sie sehen schon, das W kommt immer mit am Ende. Und hier haben wir, sage ich mal, das, was wir natürlich unbedingt benötigen, ist ein Anstieg des Volumens. Hier muss man natürlich eins sagen, die größte Bewegung, das ist ja hier eine rote Kerze, wie Sie sehen, ist eigentlich durch ein Gap entstanden. Das heißt, der Wert war hier ja, bei 11, 12 Cent, hat ein Gap auf fast 45 Cent gehabt, aber seitdem auch kontinuierlich weiter gutes Volumen. Das ist hier, glaube ich, der entscheidende Faktor. Und hier sehen wir eigentlich Chance-Risiko-Verhältnis auch bei dem Wert, glaube ich, ganz gut nachvollziehen oder nachzuvollziehen. Selbst wenn Sie hier irgendwo bei 40 Cent reingehen, ist das Ihr maximales Risiko. Denk, der Wert hat auf jeden Fall langfristig, wir sprechen ja hier nur über 2-3 Monate, Potenzial auch die 1-Dollar-Marke zu durchbrechen, was für viele, glaube ich, so die wichtige Hürde ist, was wir auch hier so bei unserem Scan als Kriterium eingestellt haben, dass es zumindest Werte nur anzeigen soll, die unter dieser 1-Dollar-Marke liegen sollen. Und von daher hier eine sehr, sehr gute Chance in diesem Bereich. Die letzten zwei Titel, die wir Ihnen noch mitgebracht haben, ist einmal UNTXW. Bei UN haben wir fast ein ähnliches Beispiel, das ist ein Biotech-Wert, hatte hier auch wieder so ein Beispiel, extremes Volumen. Der Ausbruch kam dementsprechend zustande, längere Zeit nichts, dann kommt hier die zweite Welle und auch hier, wenn man sich überlegt, der war auf einem Niveau von 10 Cent, wenn man natürlich da schon ersten Volumenindikatoren hat, wie hier in dieser Phase, kann man so etwas auch mal ohne eine große Bewegung schon mit, sage ich mal, als Möglichkeit mit einbeziehen. Von daher, das auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel. Volumen passt hier absolut, wir sind hier sogar im Millionenbereich. Also das würde mir vom Volumen bei allen Titeln am meisten gefallen. Und hier haben wir auch, sage ich mal, klar, im Nachhinein ist man immer schlau, eigentlich die ideale Situation. Sie haben einmal Anstieg im Volumen. Der Preis ist jetzt von, was haben wir da, glaube ich, 15 Cent, knapp über 20 gestiegen. Klar, prozentual ist das auch ein riesiger Anstieg, aber nicht so eine extreme Kerze, wie wir sie hier schon hatten. Das heißt, da ist dann auch Potenzial für die nächsten zwei Tage da. Und egal, wo Sie hier einsteigen, nehmen wir die 20 Cent, der Wert hat sich in 3-4 Tagen verdreifacht. Und da gilt auch immer eins, Sie werden ja hier nicht mit 10 Aktien einsteigen, auch Teilrealisierungen mit ins Auge fassen. Weil eine ganz einfache Rechnung, wir kaufen hier, nehmen wir das Beispiel zu 20 Cent, wir kaufen zu 20 Cent, nehmen wir das Beispiel 1000 Aktien. Das heißt, Sie haben dort ein Investment von 200 Dollar. Der Wert steigt auf 40, das heißt, Sie haben Ihre 200 Dollar quasi verdoppelt. Jetzt nehmen Sie die Hälfte raus, das heißt, Sie verkaufen die Hälfte der Position zu 200 Dollar. Heißt, Sie haben im Endeffekt genau das, was Sie investiert haben, die 200 Dollar schon rausgezogen. Und die 500 Aktien, die noch offen sind, laufen jetzt eigentlich als Freischuss oder als Möglichkeit, dann noch mehr Gewinn rauszuholen. Aber Sie sind nicht mehr im Risiko, weil das, was Sie eingezahlt haben in die Position, haben Sie mit der Hälfte des Gewinns rausgenommen. Deswegen Teilrealisierung ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Gewinne mitzunehmen und das Risiko natürlich zu reduzieren, aber trotzdem dann auch im Long Run von längeren oder von weiteren Anstiegen zu partizipieren. Weil das ist, glaube ich, immer das größte Problem. Man weiß natürlich nie, wo der Hochkurs ist, aber mit Teilrealisierung hat man zumindest, glaube ich, auch die Ruhe, dann den zweiten Teil längerfristig laufen zu lassen und dann einfach zu sagen, man setzt vielleicht hier einen Trading-Stop dahinter oder zieht den Stop manuell nach, dass man da auch noch ein Stück auf der sicheren Seite ist. Klar, gegen Gaps würde das nicht helfen, aber Teilrealisierung immer als gute Möglichkeit, um erstmal Gewinne mitzunehmen, Risiko rauszunehmen und dann auch die Ruhe zu haben, vielleicht so einen Wert mal über mehrere Monate im Portfolio zu lassen, wenn sich es dementsprechend entwickelt. Worst-Case-Szenario ist eigentlich immer, dass man zwei Sachen sieht. Das sollte Ihnen dann auch für einen möglichen Ausstieg. Wir sehen einen starken Rückgang im Volumen und dann noch einen starken Rückgang im Chart. Das heißt, der Wert ist nicht mehr interessant, er wird nicht mehr bei solchen Scans mit auftreten und es spricht niemand über den Wert. Und das heißt im Endeffekt, der Wert ist, und das ist passiert, tot und geht wieder auf ein altes Niveau zurück. Also das, was wir quasi als Einstiegssignal positiv sehen, sollte Ihnen auch immer
entgegensetzt dann als mögliches Ausstiegssignal dienen, wo man sagt, okay, vielleicht macht es eher Sinn, mal die Position ganz zu schließen, bevor man dann, ja, ich würde mal sagen, so eine Penny-Stock-Leiche in mehreren Jahren irgendwie mit sich rumträgt. Kann man auch machen, weil man sieht ja, die Werte kommen irgendwann immer wieder, hängt natürlich auch von der Anzahl ihrer großen Treffer und von einer größeren Performance hier mit ab. Also das in der Form ganz wichtig mit zu beachten. Und wenn Sie auch kein weiteres Video zum Thema Penny Stock oder rund um die Börse verpassen wollen, subscriben Sie hier zu unserem Kanal, sodass Sie auch in der Zukunft über alle wichtigen Details informiert werden. Vielen Dank.